Yo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Wir schauen uns heute mal die krassesten Boostbots auf Haven an. Glaubt mir, da sind krasse Dinger dabei, die werden euch vom Stuhl reißen und damit ist auch der ein oder andere Kill definitiv garantiert. Also von daher, bleibt dran. So, wir fangen mal als Defender an auf dem A-Spot und die erste Wall, die ich euch zeigen will, wird auf jeden Fall die Gegner überraschen, das könnt ihr mir glauben. Und zwar stellt ihr euch ungefähr hier hin und dann guckt ihr einmal nach da oben. So, müsst ihr ein bisschen aufpassen und dann müssen wir noch ein bisschen drehen, wir müssen aufpassen, da oben ist eine Skybox, dass wir da nicht hin können. Aber dann wird die so platziert. So, und dann könnt ihr euch mit Jet oder Omen da hoch entweder teleportieren oder hochfliegen und dann könnt ihr, wenn da jemand rumzieht, wird er euch auf jeden Fall nicht da oben erwarten und nicht da abheben und dann habt ihr auf jeden Fall einen sicheren Kill. Von oben könnt ihr auch kurz reingucken, unten in den Tunnel rein. Und glaubt mir, da wird auch niemand damit rechnen, dass jemand da oben sitzt. Wenn man da rumzieht, guckt keiner nach da oben und dann solltet ihr schon den Gegnern den Headshot gegeben haben. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Position und ich denke mal, die wird auch noch gefixt werden. Also von daher, weiß ich nicht, wie lange die noch so machbar sein wird. So, ein Boostbot, der auf jeden Fall aber drin bleiben wird, ist der relativ standardmäßig einfach hier hinter der Wand. Da müsst ihr ein bisschen gucken, dass die vorne nicht rausguckt, weil sonst sehen die Gegner das. Dann müsst ihr so ein bisschen so. Und dann könnt ihr hier up-aimen und habt ihr so einen schönen Headlitch und könnt mal in Deckung gehen, falls da zu viele kommen, dann nochmal pieken. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr krasse Position und achtet man im ersten Moment auch nicht drauf. So, damit haben wir zwei Boostbots auf A, die auf jeden Fall sehr, sehr stark sind. Dann gehen wir mal Richtung Mitte. Ist auch im Prinzip dasselbe, man hockt sich einfach hier hinter das Ding. Und dann boostet man sich hoch am Anfang der Runde und dann kann man direkt hier schön ins Sniper-Netz rein-aimen. Und wenn da jemand ins Window piekt, dann sollte man den auf jeden Fall easy holen können. So, das geht genauso gut hier hinten, das ist im Prinzip genau dasselbe, wenn man sich einfach hier nochmal hinstellt und dann hochboostet, von hinten kann man auch reingucken, ist aber im Prinzip genau dasselbe. Das war es auch leider schon für den B-Spot. Gehen wir jetzt mal auf den C-Spot und jetzt kommen kranke Sachen. Das erste hier auf dem C-Spot ist hier vorne, wenn ihr euch einmal auf diesen Elevator, auf dem Fahrstuhl hier draufstellt, ungefähr hier in die Ecke und dann schaut ihr so ungefähr da so in die Ecke rein und versucht es, die Wand so weit links wie möglich zu setzen. So, jetzt muss ich mich einmal selbst da hoch noch mogeln. Ihr müsst es halt immer mit Jet oder mit dem Omen sich da hoch teleportieren. Und dann könnt ihr hier vorbeigucken und seht, falls da jemand kommt und piekt. Und dann solltet ihr auf jeden Fall den holen. Und ihr seid auch sehr, sehr schwer hier zu sehen. Und vor allem achtet da auch absolut niemand drauf, weil diese Trompete oder was auch immer das hier sein soll, die Sicht sehr, sehr stark versperrt. Von daher, das ist auch eine sehr, sehr starke Boost-Position. So, und zwar befindet sich der zweite Boostbot hier oben in der Ecke. Wenn ihr einfach mal hier hingeht und dann versucht ihr die Wall da auf diesem Balken zu platzieren, da seht ihr schon. So, und dann könnt ihr euch da wieder hoch teleportieren. Und dann habt ihr eine extrem gute Sicht auf C lang. Und kein Mensch schaut da hin oder sieht euch da oben. Das ist eine sehr, sehr starke Position, weil ihr da auch einen dunklen Hintergrund habt und sehr, sehr schwer zu sehen seid. So, vom C-Spot gehen wir jetzt mal zu Second mit. Einer meiner Lieblings-Boost-Spots, der ist aber auch relativ bekannt, ist einfach hier hinter der Tür. Mein Tipp ist, damit die Gegner nicht sehen, dass da eine Wall ist und wenn man das kennt, dann weiß man, dass da oben auf der Tür jemand steht, einfach die ein bisschen drehen, sodass man hier direkt zulaufen kann und die Gegner sehen nicht, dass da eine Mauer ist und dann kann man hier schön reinnehmen und ist ebenfalls sehr, sehr schwer zu sehen von den Gegnern und kann hier auf jeden Fall ein, zwei Frags holen. So, kommen wir von den Defenders zu den Attackers und hier gibt es auch sehr, sehr starke Boosts. Hier muss ich aber Shoutouts an Bombe Spin Diffuse geben, einen Kollegen von mir, der ist vorhin mit mir hier rumgelaufen und hat mit mir die Boosts hier gefunden. Einer von denen ist hier vorne der, einfach hier an die Wand gehen und dann ein bisschen noch so drehen und dann kann man die setzen und dann kann man sich wieder hoch teleportieren oder hoch boosten und kann man von da A lang und Window sehen. Sehr, sehr starke Position und kann man auf jeden Fall jemanden wegholen. So, die zweite Position befindet sich nämlich hier. Hier geht ihr einfach mal hier rüber und dann schaut ihr oben an die Decke, beziehungsweise an das Dach. Und dann setzt ihr hier den Balken hin und dann müsst ihr euch hoch teleportieren, beziehungsweise hoch boosten. Und dann könnt ihr von da aus Mitte sehen und A lang. Falls da jemand piekt, ihr habt zwei Positionen und ihr seid da absolut im Headlitch. Euch sieht da wirklich absolut keiner, da achtet niemand drauf. Und von daher habt ihr eine sehr, sehr sichere Position auch von hier, könnt nicht unbedingt umgepusht werden, wenn solange eure Mates hier unten abaimen und dass nicht einer von Tunnels reingepusht kommt, aber an sich eine sehr, sehr starke Position, die auch sehr, sehr sicher ist. Und dann haben wir noch eine weitere Position, weil man muss ein bisschen Positionen wechseln, wenn man einmal oder zu oft dieselbe Position anspielt, dann reagieren natürlich die Gegner drauf und achten darauf, falls man das nochmal macht und dann wird man halt da abgamed und dann ist man halt auch ein leichtes Ziel. Eine andere Position ist hier vorne und zwar geht ihr dafür hier rein und stellt euch in diese Ecke und dann müsst ihr einmal die so durch die Wand drehen
So, und dann so weit links wie möglich. So, und dann setzt ihr die Mauer. Und dann ragt ihr hier raus und könnt ihr euch da hoch teleportieren. Und von da seht ihr ins Window rein. Und könnt da auch nochmal ein paar Frags holen. Und seid an einer anderen Position, als wenn ihr jetzt zum Beispiel da seid oder dahinter. Also ihr seht, die A-Spieler sind absolut nicht mehr sicher mit den Boostbots. Überall können sie abgeaimt werden, weil damit rechnet einfach absolut gar keiner, dass da irgendwo oben einer ist. Oder wenn man hier rumpiekt, dass irgendwie da hinten jemand übers Dach drüber guckt. Weil wenn man hier rumgeht, dann aimt man ja normalerweise irgendwie ja so hier rein. Und wenn man mit einem Sniper steht sowieso, dann hat man eh diesen Scope. Und das sieht da oben nicht so als Schwarzes. Von daher sind das sehr, sehr starke Boostbots. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Boostbots haltet, wie ihr sie so findet. Ja, und das war's dann erstmal von Haven. Die Tage mache ich dann auch nochmal ein kleines Video zu Boostbots auf Split und auf Bind. Schauen wir mal, was wir da so finden können. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr so den einen oder anderen holen konntet. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao!